Danke, dass ihr gekommen seid. 461 Zuschauer sahen heute den Sieg von Türkgücü München. 2:0 ist das Spiel ausgegangen. Ich denke, es war ein sehr, sehr spannendes Spiel, auch intensives Spiel. Herr Mintal, Ihre Einschätzung zum heutigen Spiel, bitte. Glückwunsch zum Sieg. Ich denke, bis 30. Minute war bei der Heimmannschaft fußballerisch besser. Einfach gespielt, wir haben ein bisschen mehr Respekt auf dem Platz gehabt. Wir sind nicht fußballerisch durchgekommen, wie war das in den Spielen. Viel zu viele lange Bälle nach vorne, zweite Bälle fast unmöglich. Aber ab 30. Minute, wir haben uns ein bisschen beruhigt, fußballerisch das gemacht, was wir machen. Und zweite Halbzeit war gut. Ein riesiger Unterschied ist, wir haben zwei Tore gemacht. Wir haben ein paar richtig gute Möglichkeiten noch dazu. Niederlage abhacken, Kopf hoch und weiter. Aber nochmal Glückwunsch. Dankeschön. Rainer, deine Einschätzung bitte. Ja, von mir auch, Herr Nassel ist gekommen. Ich denke, dass es heute ein enges Spiel war, dass hier auch die Nürnberger dann sehr gut gespielt haben, so wie es eben auch der Gästefinder gesagt hat, der Mario Winter, dass hier der Club natürlich fußballisch stark ist mit ihrer jungen Mannschaft und wir heute bei der Hetze dann sicher auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen Probleme hatten, dann unser Spiel noch so durchzuziehen, wie wir das vorhatten. Aber unterm Strich denke ich, dass es trotzdem, dass ein enges Spiel war, zum Schluss auch ein verdienter Sieg für uns war. Matchwinner heute ganz klar, der Kasim Rabic mit seinen beiden Toren, hat der davor schon einmal Pech gehabt, als der Wendinger den Schuss super rausgeholt haben. Aber es war natürlich schon spitz und knapp, wenn dann ein Tor reingeht zum 1-1, wäre es sicher ganz schwierig geworden, das zu gewinnen. Aber so, es bringt natürlich guten Mutes. Vierter Heimsieg und jetzt auch in Serie wieder zu Null. Ich denke, dass wir auch mit Maso Velakic auch hinten drin die Abwehr inzwischen stabilisiert haben, dass die vielen Verletzten auch langsam zurückkommen. Und von der Seite gehe ich jetzt auch ganz positiv dann so zum nächsten Auswärtsspiel nach Bayreuth. Dankeschön. Dankeschön, Rainer. Wie du schon angekündigt hast, nächstes Spiel für uns am Freitag, 18 Uhr in Bayreuth. Danach am 4. September folgt ein ganz besonderes Highlight gegen die Spielvereinigung Unterhaching im Toto-Pokal. Sein Mittwoch um 19 Uhr. Ticketinformationen ab nächste Woche. Herr Mittal, ich wünsche Ihnen eine gute Einfahrt, Ihrer Mannschaft und alles Gute für den Rest der Saison. Dankeschön. Danke.